Hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve Together mit der 16-Bit-Mascha. Hallo! Und dem diesmal gelben Extreme-Zakt. Hallo! Ah, du hast nicht den Pink-Fluch. Den habe ich jetzt, okay. Na gut. Ja. Oh. In der letzten Runde habe ich sehr erfolgreich verkackt. Also, so ein bisschen, ne? So. Ich nehme diesmal kein Kostüm. So, ich nehme wieder den Wilson, ich starte wieder ins Game und bin durch das Portal gekommen. Da seid ihr, yay! Ey! So. Aber. Ich hoffe, diesmal starten wir etwas, ja. Günstiger. Besser. Ja, und günstiger einfach, dass wir nicht gleich bei Tentakeln sind. Dafür sind hier schon Frösche. Eine Rose! Au. Fängt ja gut an. Hm? Fängt gut an, der Extreme wurde wieder verletzt? Nein, ich habe Au gesagt, weil sie sich verletzt hat. Ja, war aber nur ein Punkt wegen der Rose. Ich wollte aber die Rose haben. Oh, ist ein Schweinedorf. Wichtig. Ein liebes Schweinedorf, aber. Da können wir erstmal unser Lager aufschlagen, würde ich sagen. Bei Schweinen ist immer gut. Weil die können einen verteidigen. Ich wollte gerade sagen, da sind wir absolut safe eigentlich. Ja. Weil diese Schweine hier tun uns nichts. Es gibt aber auch bösartige Schweine, die einen König haben, die dann feindselig sind, die wir dann ausrotten müssten. Ah, hier ist so eine schöne Stelle hier unten, um festes Lager aufzuschlagen, wenn ich mal hier gucke. Okay, aber Schweine sind zu nah, weil die fressen alles weg dann, wenn sie Hunger haben. Okay. Weil sonst wäre das hier, weißt du? Das wäre eigentlich cool, so mit dieser Kulle, der Ecke. Warte. Wären wir eigentlich ziemlich geschützt. Aber ich weiß nicht, ob das zu nah an den Schweinen ist. Ich habe übrigens jetzt doch eine Minimap. Vielleicht hatte ich sie ja letztes Mal auch schon. Ich habe sie nur nicht bemerkt. Könnte gut sein. Okay. Mann, eigentlich kann man das nicht bemerken. Wie kann man die übersehen? Ja, vielleicht ist sie auch nicht da gewesen. Ich weiß nicht genau, aber jetzt ist sie auf jeden Fall da. Das ist super. Ja, mit Minimap ist auf jeden Fall schon mal vorteilhaft. Ja. Weil ohne ist schon ein bisschen. Süßer Maulwurf. Hast du schon wieder. Bist du am Holz hacken? Weil ich finde nämlich keine Feuersteine schon wieder. Ja, ich mach schon Holz. Gut, 30. Hier ist wieder einer. Jetzt habe ich zwei. Das ist schon mal perfekt. Ich bin auch dabei, Holz zu hacken. Schön, dass ihr so schön eure Feuersteine findet. Irgendwie hört man bei mir das Holzhacken nicht, aber egal. Bei mir auch schon die ganze Zeit nicht. Ja, ist komisch irgendwie, bei mir auch nicht. Kann sein, dass es an irgendeinem Mod liegt, dass das vielleicht verschwunden ist. Möglich. Gut, so schlimm ist es jetzt nicht, aber es ist schon bemerkbar, dass da etwas fehlt. Stellen wir die Geräusche einfach nach. Pock, 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 pock. Ja. Pock, pock, pock. Da kommt schon BOOM! So. Ist auf Dauer gar nicht nervig, nein. Sind hier irgendwo Buffalos? Schön Buffalos! Nein? Ja, bei denen ist man eigentlich auch relativ safe und sie geben halt auch Haki. Ich mag die Bäume hier. Mädels, wir teilen uns schon wieder auf. Mädels, okay. Er ist nicht mehr pink. Er ist trotzdem mein Mädel. Oh. Nein. Kleines Mädchen. Er ist jetzt erstes gestorben jetzt in der letzten Runde. Habe ich noch einen Feuerstein. Ich bin so stolz auf mich. Oh, ich bin in dem. Moment, wo seid ihr? Da unten, noch Gottchen. Ich bin hier oben in einem Feld voller Steine. Oh, ich glaube, hier habe ich ein Wurmloch gefunden, hier drunter. Da wird ein Wurmloch drin sein, das sieht mir schon so aus. Okay. Moment, ich hatte doch hier Spitzhacke. Ich habe wieder Marmor gefunden.
Mach mal ein Feuer. Oh, ja. Oh, hier ist ein eisernes Pferdchen. So. Ja, gut. Ja, du bist mal wieder alone in the dark. Lustig. Nein, okay. Ja, ich kann mir immer was anzünden. Ist ja jetzt nicht so, als wäre ich da ohne Hilfsmittel. Aber vielleicht nicht den Busch. Oh, meine jetzt auch. Brauche ich jetzt? Ja, ich baue noch. Kann mir schon Grasschirm basteln, alles klar. So. Ich kann auch noch mal eine neue Axt craften. So. Hat's kurz geruckelt. Okay. Das hier sind die Marmorbäume, die berüchtigten. Aber momentan brauchen wir noch kein Marmor, aber die Stelle ist ja vermerkt, jetzt hier wo ist sie ist. Hier ist ein Eisenpferd, das schläft gerade. Ja. Ach, da aber relativ ihr. Stark. Ja, und das will mich gerade angreifen. Ihr solltet da weggehen, weil das sind noch stärkere Gegner als die Tentakel. Sonst zieht's gleich wieder aus wie letztes Mal. Nein, also, ich sterbe nicht. Wenn ich jetzt mich jetzt genau daran erinnere, was da unten wahrscheinlich jetzt gerade ist bei euch, dann solltet ihr das nicht. Oh, ich hab. Oh, Mist, ich hab Vögel hier. Oh. Okay. Gut, ich baue mal Holz. Holz, ja, genau. Mhm, Gold. Holz. Holz und Gold. Kann man das verwechseln? Bitte. Okay, ja, ist doch logisch. Holz. Ich hab. Gold. Also. Beim Abholzen. Was hab ich denn heute? Reden geht heute nicht mehr. Mit Abbauen von Gold. Da habe ich einen Ton. Ah, hier ist ein Lager mit einem Kühlschrank. Ah, sehr nice. Was? Du hast ein Lager und mit einem Kühlschrank? Und hier ist noch ein Schweinchen. Also ein sicheres. Sehr gut. Bienenkasten ist auch hier. Oh, ich hab Ask. Oh, geil. Hammer. Ich könnte den Asker ja angreifen, aber ich lasse es lieber. Also hier kann man definitiv... Hier ist sogar Marmor. Verweilen. Das wäre auf jeden Fall schon mal... Nice. Ich bringe ein bisschen Gold mit, ja, weil hier oben ist ziemlich viel Gold. Ja. Dann könnt ihr vielleicht schon eine Wissenschaftsmaschine und eine Kiste machen? Du verlangst Dinge von uns. Mir fehlt Gold und vier Steine. Ja gut, dann komme ich jetzt mal zu euch. Ja, ich habe noch gar kein Gold. Auch gar keine Steine. Ob ich hier vielleicht so quer runter kann? Mal gucken. Oh, ich habe hier... Oh nein. Ich glaube, ich komme hier auch zu einer ziemlich... schlimmen Ecke, wenn ich mich... Nein? Okay, gut. Ich lasse das mal einfach so stehen, wie es ist. Bis ich irgendwas wecke hier. Also für die Zuschauer, um zu wissen, was man so alles in dem Spiel braucht, vor allem ganz, 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 ganz viel Holz und als nächstes dann für die Zukunft auch immer Steine sammeln, immer. Und Feuerstein. Feuerstein ist auch sehr wichtig. Ja gut, das kriegt man ja, entweder liegt es rum oder man kriegt es ja auch, wenn man Steine abbaut, aber das in Kombination immer. Also Holz und Stein, da braucht man Onmas und Halbstöckchen und, also da, das werdet ihr noch sehen, da braucht man so viel Zeug. Ja. Yep. Ich bin getrennt von euch, ich komme einfach nicht zu euch. Aber auch sehr schlimm sind dann so Blümchen, die wir finden müssen, wenn das mit der geistigen Gesundheit zurückgeht. Und wir halt nicht durch andere Sachen die erhöhen können, weil wenn wir zum Beispiel neue Erfindungen erfinden, gewinnen wir an geistige Gesundheit. Ich glaube auch, wenn wir schlafen, in der Schlafrolle, hilft das auch ein bisschen, aber wenn das halt alles nicht mehr wirkt, braucht man halt Blümchen, die man pflücken muss, damit das halt hilft. Aber das Problem ist, wie ihr jetzt auch seht, eins in der Nähe. Also hier bei mir, hier oben, über den Lager von uns, da sind jede Menge Blumen. Oh. Ja, es wäre halt gut, wenn wir auch vielleicht mal so ein Feld voller Bienen finden würden, weil da gibt es Honig und sowas. Ich habe auch noch mal ein Lager gefunden. Ein Kühlschrank hier unten, wo ich bin, ist auch ein. Ich finde das Lager hier sogar schöner. Nein, ich kann das Eis nicht mitnehmen. Es ist nämlich aufgeräumter. Moment.
Moment. Oh Gott, ja, von mir aus können wir auch das nehmen. Ich habe ja noch nichts dahin gebaut. Oh Gott, das wusste ich. Oh Gott, nein. Oh Gott. Aber hier komme ich nicht rein, ich brauche einen Hammer. Irina will wieder, dass wir alle bei ihr auf dem Kanal schauen. Ja. Ich muss mal kurz zu Blumen runterlaufen. Falls ihr es. Ich weiß gar nicht, ob ihr meine Anzeige seht. Deine also Anzeige? Nee. Ja, also das, also wie viel ich gerade bei Gehirn noch hab. Nee. Nein. 56. Was? Ich hab 197. Ja, ich hab 182. Ich hab nichts gegessen und der war schlecht. Das ist nicht bei jedem Pilz so. Ja, das ist nicht bei jedem Pilz so. Ich ja, du siehst ja auch die Anzeige, wenn du über die Pilze gehst, wir haben ja die Mod drauf, dann siehst du, was der Pilz genau das macht. Das bin ich noch nicht gewohnt von den Mods. Ah, nice, okay. Definitiv angewöhnen, weil das ist hilfreich. Ja, weil normalerweise isst du halt so auf gut Glück so ein Pilz, ne? Ja, oder du kannst halt manche kochen, um die Wirkung zu verringern, also die Negativwirkung zu verringern. Genau. Wenn ihr mal zu mir hier runterkommt, seht ihr auch das Lager, was ich meine, weil wie gesagt, das ist sehr schön aufgeräumt. Moment, ich komme. Es ist gleich ein Friedhof drunter. Das heißt, wenn ihr sterbt, kann man euch wenigstens wieder schön beerdigen. Ja, klingt gut. Ich werde nicht sterben. Nein, wir wollen das jetzt nicht anstreben. Ja gut. Maulwürfe sind hier gerade ein paar unterwegs. Welches Lager wollen wir denn jetzt erstmal benutzen? Also wenn Marsha sagt das untere, dann können wir für mich auch das untere nutzen. Sie sind beide gut in der Nähe, das heißt, es ist ja. Aber wir nehmen das untere, weil da unten sind auch direkt ganz viele Steine. Ich würde sagen, nehmen wir direkt das untere. Okay. Haben wir Steine sogar noch mehr dran. Eis ist auch sehr wichtig, also auch so. Hier ist auch, also hier sind eine Pfützen von Eisflächen. Das ist gut. Hier geht mich da mal langsam runter, weil ich habe keine Fertigkeit mit dem Feuer. Muss mal so ein bisschen, Dann würde ich hier eine Wissen... Oh, ich brauche Steine. Wollen wir mal kurz Komm auch mal zu euch. Ist denn da unten auch ein Kühlschrank? Ja. Sehr gut. Oh, hier ist ein ganzes Karottenfeld. Das kann ich jetzt nicht so lassen hier. Das muss ich jetzt einsammeln. Ich kann es nicht einfach übergehen. Das geht doch nicht. Schade drum. Was? Kann man nur sowas zurücklassen. Ja, ich meine, wenn man fast... Ich meine, ich verhungere gleich, ne, aber... Wäre ja, ein Unding. Ich müsste halt mal an... Moment, ich bin bald bei Kannst du ein starkes Feuer machen, Marsha? Habe ich schon. Sehr gut. Und ich errichte eine Wissenschaftsmaschine, okay? Genau, das ist gut. Und am besten noch ein Backpack oder eine Kiste, eins von beiden reicht eigentlich. Sehr gut. Oh, was ist das denn hier? Und ich habe ein Geschenk bekommen. Yay. Oh, hier ist eine Feuergrube. Feuergrube? Ja, ist doch also, so eine Feuerstelle. Ja. Ich glaub, du hast das andere Lager gefunden, was wir meinten, das, wo das Schweinedings ist. Ja. Ah, okay. Dann bleibe ich erstmal hier jetzt gerade über Nacht. Ja. Ach, sie ist genau beim Schweinedings. Natürlich auch cool gemacht hier. Das wäre richtig gut safe. Ja, hier wo wir sind, ist auf jeden Fall richtig safe. Okay, cool. Oh, wir haben noch keinen Platz. Wir haben keinen Hammer, sonst könnten wir das alles so schnell abbauen. Ich habe einen Hammer. Echt, hast du schon einen Hammer? Sehr nice. Ja, du bist ja schon an so einer Wissenschaftsmaschine. Die brauchst du doch nicht, um einen Hammer zu erstellen. Ja, warte. So, ich bin jetzt auch wieder satt. Oh, ja, stimmt, ja. Warte, Moment. Och, ich muss ja auch mal was essen. Für eine Schaufel brauchst du es halt, ne? Weiß man. Oh Gott, nein! Oh Gott. Ich wusste, dass es die sind. Ich wusste, als ich gesehen habe, dass das so Steine sind, ich wusste, dass das diese Meute ist. Die nicht angreifen. Oh. Was? Okay. Was ist denn jetzt wieder los bei dir? Schaut doch mal einfach bei Derina vorbei. Ich glaube, bei ihr ist es unterhaltsamer. Nee, von vorhin, wo ihr wart. Ich bin gerade hier bei dieser Statuenfestung, wo diese Monster aus, sagen wir mal, Robotern. Roboter? Ja, Roboter.
Ja, wie kann man nochmal Sachen teilen? Zum Beispiel Nahrung. Will ja nicht alles ablegen. Wenn du, glaube ich, Ah. Shift oder Steuerung gedrückt Ja, hältst, Steuerung, genau. ja. Kann ich eigentlich Eis auch anzünden? Das wäre. Nö, okay. Ich habe nämlich ein bisschen Essen weggetan. Brauche ich nicht alles. Hi, ich bin da. Ich bin ein bisschen, ich muss jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen, da oben. Aber ich finde das Lager hier Dann schön, weil kommt das ihr so da. groß ist und halt nicht alles Ja, das ist querbeet gut. steht wie bei Das dem ist gut. anderen dort oben, wo alles halt in der Mitte stand. Ja. Kann man so nutzen. Definitiv. Ich würde sagen, das nutzen wir auch so fest. Und ich kann mir einen Rucksack basteln. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ein Backpack ist auch immer gut. Nice. Koch mal ein bisschen. Ja. Pflanze gerade mal ganz viele Bäumchen an. Gegenüber ein Goldklumpen rum. Versuch mal die Gräber zu schänden. Ah, da würde ich vorsichtig sein im Moment noch. Ich weiß nicht, ob das gut, also muss da echt vorsichtig sein. Da kommen manchmal nicht so nette Gestalten raus. Also dann schon auf Fluchtposition gehen sozusagen. Ich muss gerade mal schauen. Ich mach mir mal einen Speer lieber. Auf Nummer sicher zu gehen. Verteidigen kann. Biene ist ja süß. Ja, Da die hat sitzt. gerade geschlafen. Ach Gottchen. Hey. Ach, schön. Ich gebe dem Bienenkasten. Sie sollen arbeiten, damit ich sie beklauen kann. Rucksack mache ich mir auch mal. Sehr Besorg gut. mal nochmal ein paar Steine und ein bisschen Eis. Denn wir haben auch die Mods drauf, dass wir den Rucksack tragen können und gleichzeitig auch Klamotten dabei anhaben, weil das fand ich ein bisschen sinnlos vorher. Hier ist so ein komisches Riesenauge auf zwei Beinen. Oh. 800 Leben. Ja, die sind nicht so nett. Ja, es verfolgt mich auch gerade. Kleines Raketenschiff gefunden. Kugel und Schale. Horn habe ich gefunden. Aber aus wie eine Schwimmflosse, so in Rot, ach, keine Ahnung, was das ist. So, brauche ich noch ein bisschen Sammelt jemand Gras. noch mal Holz? Ich bin noch so ein bisschen am Kochen und Rummachen hier. Okay. Oh, Pferde, Marmor, Pferde, Roboter, Dinger. Hier ist ein Schweinealtar. Oh, nice. Sehr gut. Gleich daneben. Sehr, sehr gut. Da können wir uns nämlich wiederbeleben. Ja. Jeder einmal, glaube ich nur. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. So, ich glaube, Beeren und Karotten haben wir jetzt gleich erstmal genug. Da sollten wir jetzt wenig von haben. Hier ist nochmal so ein Auge auf zwei Beinen. Geh nicht hin. Nee, 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 das kriege ich nicht Und hin. klau ihm nicht sein Ei. Ich glaube, das ist nämlich das Vieh, oder? Ja. Das Ja. beschützt gerade sein Ei. Oh Gott, klau ihm nicht sein Ei. Das geht nicht gut aus. Der hat 800 Leben, natürlich nicht, hallo? Aber wenn du den zu Schweinen lockst oder zu Hunden, dann ist der richtig praktisch. So, und das nächste Grab mal ausheben. Ah. Ich habe ein bisschen Holz mitgebracht. Nicht viel, aber wenigstens Sehr ein gut. bisschen. Ich schmeiß das mal so hin. Ja. Dankeschön. Erstmal ganz kurz. Hier, den bräuchtest du dann. Extrem. So. Mal kurz hier wieder alles frei machen.
Hat jemand schon irgendwo einen Kaninchenbau gesehen, dass wir irgendwie mal eine Falle aufstellen können? Oh, ich hatte mal eins gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr wo. Okay. Jetzt nicht, dass diese Dinger so wichtig sind. Die sind richtig gut, weil da ist immer wieder ein Hase drinne und also für Nahrung ist es echt gut. So, aufpassen, es wird gleich dunkel. Es wird gleich Nacht. Ja. Komm jetzt sofort nach Hause. So. Das Feuer geht gleich aus. Nicht gut. So, jetzt fällt zurück. Weil in der Dunkelheit verliert man auch noch sehr schnell den Gesundheitsstand. Man halt auch mal drauf achten. Kann sonst auch böse enden. So, ich bin wieder satt. Ein paar Edelsteine für die Kiste. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, was wir am nächsten Tag machen. Aber das werden wir wohl nicht mehr jetzt machen. Denn wir sind am Ende einer Folge, oder was? Genau. Ah. Okay, dann würde ich sagen, dieser Tag hier und wie wir weiter überleben werden oder ob wir überleben werden und die nächsten Fails und alles, seht ihr beim nächsten Mal und tanzende mit Marsha. Tanzende Marsha. Mensch, ich will auch noch irgendwas tun, irgendwas Cooles. Hier, bitteschön. Oder hier, oh komm. Yay. Hey. Gut, warte, ich will auch noch tanzen zum Abschied. Moment, wir müssen alle tanzen. Wir müssen aber nebeneinander stehen. So, warte. Jetzt. Willkommen. Yay. Das mit der Synchronisation müssen wir noch lernen. Ich würde sagen, ja, bevor das noch heimlicher wird, sagen wir goodbye und bis zum nächsten Mal. Und guckt doch unten in die Videobeschreibung, denn da findet ihr die Links der anderen beiden von Kenano und von Marsha. Kenano? Was? Kenano? Extreme? Oh Gott. Nein. Ich bin zu müde, okay. Extreme, es tut mir leid. Und Marsha. Und, oh Gott. Und ansonsten würde ich sagen, bevor es noch peinlicher wird, auf Wiedersehen. Tschüss.